Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Willkommen zurück bei unserem Herzog Zentoll, der inzwischen schon zweifacher Herzog geworden ist. Herzog der Provence und Herzog von Aragon. Und da merkt man schon, er hat in kürzester Zeit enorm an Macht und Einfluss gewonnen. Das sieht man natürlich auch schon hier auf der Karte. Ich möchte euch am Beginn der Staffel nochmal erinnern an die wichtigsten Entwicklungen der letzten Zeit, die jetzt auch bedeutsam sein werden für die nächsten Monate und Jahre. Als erstes eben dieser schon erwähnte Machtzuwachs, besonders hier in Spanien. Unser Herzog hat es sich in den Kopf gesetzt, so eine Art Reconquista durchzuführen, hier die Ungläubigen aus Spanien zu vertreiben. Und damit ist er auch bisher der einzige christliche Herrscher, der dies aktiv und durchaus erfolgreich tut. Das wird ihn weiterhin beschäftigen und prägen. Und es gibt schon erste Meinungen, die sagen, vielleicht solle er seinen Hauptsitz von der Provence hier zum Beispiel nach Saragossa verlegen, um dieses Vorhaben noch besser und weiter betreiben zu können. Das ist kein schlechter Gedanke und ich glaube, der schwirrt dem Herzog auch im Kopf herum. Allerdings hängt der zusammen mit einer noch offenen, ungeklärten Frage, nämlich die Frage, wie verhält sich unser Herzog zu den fränkischen Königen, vor allem zu Lothringen, also diesen Angelegenheiten Mittel- und Westeuropas. Und da geht es um König Clotaire IV., ihr werdet euch erinnern, der hier mit aller Macht und Härte sämtliche Aufstände und Versuche, ihn abzusetzen, abgewehrt hat, der mächtige Verbündete hat und fest im Sattel hier sitzt. Dieser König Clotaire, der war exkommuniziert lange Jahre, aber der aktuelle Papst hat ihn wieder in die Reihen der katholischen Kirche aufgenommen. Und das müssen wir natürlich respektieren, weil klar, unser Herzog hält viel darauf, was der Papst sagt, zumal der auch ein religiöser Eiferer ist und mit Sicherheit nicht gottlos ist. Also irgendwas wird er sich dabei gedacht haben, aber wir bleiben skeptisch, distanziert. Noch gibt es keine Huldigung und noch gibt es auch keine Teilhabe am Rat. Aber wir werden sehr aufmerksam beobachten, was König Clotaire IV. Macht, vor allem in Bezug auf den gerade ausgerufenen Kreuzzug. Und das ist nämlich die dritte große Entwicklung, die jetzt hier entscheidend ist. Wenn der König auf diesen Kreuzzug mit uns an unserer Seite kämpft, dann ist das ein deutliches Zeichen dafür, dass er sich tatsächlich geändert hat, dass er nicht mehr der gottlose Exkommunizierte ist, sondern Buße tut im Kampf gegen die Ungläubigen. Und das werden wir respektieren. Und wenn das der Fall ist, dann werden wir ihm huldigen und dann werden wir ein treuer Vasall sein. Und dann sind es auch nach wie vor unsere Angelegenheiten hier in Lothringen. Und dann bleiben wir, denke ich, erstmal in der Provence. Falls das nicht der Fall sein sollte, dann ist das, glaube ich, der entscheidende letzte Anstoß zu sagen, mit diesen Königen wollen wir nichts zu tun haben. Wir verlegen unseren Amtssitz und vielleicht bemühen wir uns dann auch, wenn die Gelegenheit günstig ist, um die Unabhängigkeit. Also davon wird viel abhängen, wie der hier agiert. Im Moment kann ich euch sagen, es sind noch 9 Monate bis zum Kreuzzug, ist keiner der Könige hier dabei und das ist natürlich schon bemerkenswert. Wir können hier im Übrigen noch einen Begünstigten oder eine Begünstigte benennen. Es sind nur 2 de la Tour du Pins hier stehen zur Auswahl. Ich denke, wir machen das. Man könnte das auch einfach frei lassen. Aber ich denke, ich mache das deshalb, weil wir eine sehr gute Freundin hier haben, nämlich Bruni Sender, die ehemalige Herzogin, die jetzt Herzoginmutter ist. Sie ist zynisch geworden, aber das haben wir vielleicht gar nicht so mitbekommen. Sie wohnt ja doch weit entfernt und sie ist immer noch unsere gute Freundin. Und ich denke, wir werden sie hier zur Begünstigten gegenüber dem Papst machen, auch wenn ich nicht glaube, dass am Ende sie wirklich begünstigt wird. Ich habe noch meine Zweifel, ob es überhaupt möglich ist, diesen Kreuzzug zu gewinnen, aber das sehen wir. Okay, also der Kreuzzug ist die dritte große Angelegenheit und wir werden natürlich mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln kämpfen. Etwa 2000 Mann stehen uns hier zur Verfügung. Ich werde das erstmal noch ein bisschen reduzieren, weil ich weiter Kontrolle verbessern will hier. Aber wenn es dann soweit ist, werden wir, glaube ich, wieder auf Armee organisieren gehen. Das wird sich zeigen. Der vierte Punkt ist die eigene Perversion, die er entwickelt hat. Wobei ich mich gewundert habe, der Perversionsperk ist weg. Bin mir nicht ganz sicher, wieso, weshalb, warum. Aber ich würde sagen, vielleicht, weil sich das jetzt auch für uns konkretisiert hat. Wir bleiben dabei, dass er da eine besondere eine Bewunderung für Marienbilder hat, die über das Normale hinausgeht, auch auf körperliche Art und Weise funktioniert. Und
das Ganze dann auch noch umgemünzt, indem er entsprechend Frauen begattet, die ihn an Maria erinnern. Derzeit ist es seine Affäre Veronika, seine langjährige Affäre, mit der er auch ein Kind hat, Camila, 6 Jahre inzwischen alt. Es gibt schon einige, die darauf hinweisen, dass man sich um die doch kümmern müsste oder versorgen müsste oder sie an den Hof holen müsste. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, er ist so gespalten und so unsicher in dieser Sache. Er will das unbedingt, sowohl vor sich selbst, aber auch vor den anderen natürlich irgendwie verheimlichen, dass er da in der Hinsicht nichts unternimmt. Also das wird nicht passieren. Und falls das mal öffentlich wird, weiß ich noch gar nicht, wie er reagieren wird. Also das ist noch eine ungeklärte Sache. Das Thema bohrt immer noch in ihm. Vielleicht wird das mit dem Alter weniger. Vielleicht sucht er sich noch eine neue Maria. Wir werden sehen. In dem Zusammenhang, oder kommen wir nämlich schon zum 5. Punkt, haben einige gesagt, dass dieser neue Glauben, der sich hier entwickelt hat, eigentlich ja sehr gut passen würde. Dieser messalianische Glauben, den können wir uns mal angucken. Fleischliche Erhabenheit. Göttliche Vermählung auch noch, das heißt enge Verwandte sollen bevorzugt werden und Esoterik, gerade die fleischliche Erhabenheit. Aber nein, er glaubt, er ist ja zutiefst ein gläubiger Christ und lehnt sowas total ab, aber sein Zwiespalt ist ja ein innerer, dass er sozusagen mit seinen eigenen Begierden nicht zurechtkommt. Er würde niemals, niemals jetzt sagen, okay, ich gebe mir das zu, ich wechsle sogar einen Glauben, um das frei leben zu können. Das ist außerhalb seiner Vorstellungswelt. Nein, das wird er nicht tun. Wenn er jetzt lüstern wäre und kein religiöser Eiferer, dann könnte man das machen. Aber so undenkbar. So, Leute, das sind so die 5 Themen, die uns jetzt hier beschäftigen. Jetzt schreiben wir mal zur Tat, weil in dem Zusammenhang gibt es natürlich eine gravierende Entwicklung. Das betrifft dieses Herzogtum Languedoc. Und mit diesem Herzogtum verbindet uns einiges, nämlich 2 Verlobungen, was unsere Kinder betrifft. Einmal unser Haupterbe ist verlobt mit Isabeau de Toulouse, der Tochter des Herzogs. Und die ist tatsächlich auch schon messalianisch. Und jetzt könnte man natürlich versuchen, sie an den Hof zu holen und sie auf den rechten Pfad bringen. Aber ich denke, hier ist klare Kante gefragt. Wir werden, solange das noch möglich ist, diese Verlobung auflösen. Kein Risiko eingehen. Wir werden alle Beziehungen mit diesem Herzogtum abbrechen. Also das Verlöbnis wird gebrochen. Das bedeutet aber, wir müssen 150 Prestige für diese Sache einsetzen. Aber so ist es eben. Und nicht nur dieses, sondern wir haben ja noch ein Verlöbnis in diese Familie gemacht. Theresa, unsere 11-jährige Tochter, ist auch mit dem Herzogssohn verbunden und auch dieses Verlöbnis werden wir brechen und auch dieses kostet nochmal Prestige. Ja, wir tun es aber, ganz klar. Das bedeutet aber, dass unser Haupterbe wieder ohne Frau ist und ich habe mich schon mal umgeschaut. Es ist schwierig, es ist wirklich schwierig. Man findet keine wirklich guten Partien. Ich werde jetzt Folgendes tun, ich werde ihn verheiraten. Ich habe wirklich lange geguckt. Das scheint mir die beste Partie zu sein mit Prinzessin Hellwig des Ostfrankenreiches. Warum? Es gibt kein Bündnis. Das ist ein bisschen schade. Das hätte ich natürlich bevorzugt. Aber gerade wo er sich in einer gewissen Distanz mit dem Lothringer sieht, ist eine Verbundenheit mit einem mächtigen Nachbarreich vielleicht nicht das Schlechteste. Auch wenn es zu keinem Bündnis kommt. So, also ich denke mal, das ist auf jeden Fall eine sehr standesgemäße Hochzeit. Und das wird jetzt vollzogen. Und das wird dann auch gleich eine Hochzeit, wenn ich richtig sehe, nicht wahr? Ja, genau. Die ist ja schon erwachsen, alles klar. Ja, der Vorschlag wird abgeschickt. Das bedeutet aber auch, dass wir von denen Mitgift bekommen. Und laut meiner Regel sind das tatsächlich auch 200 Gold. Ist ein bisschen kritisch, weil er nur 20 Gold hat. Naja, minus 20 sogar. Mal gucken, wie wir das jetzt machen. Okay, das ist das Erste. Was unsere Tochter betrifft, oder was heißt das Erste? Ich bin, glaube ich, jetzt schon beim 8. Punkt. Was unsere Tochter betrifft, habe ich tatsächlich nichts Anständiges gefunden. Hier müssen wir einfach noch ein bisschen warten. Der Heiratsmarkt im Moment sehr, sehr, sehr schwierig. So, wir haben noch Gefangene, um die wir uns kümmern sollten. Einmal Gilen de Viscaya, das sind alles muslimische Gefangene. Und er ist ein religiöser Eiferer. Er wird sich nicht bekehren lassen, weil er ein religiöser Eiferer ist. Aus dem Grund ist das der richtige Moment für den Scheiterhaufen, den wir mal wieder in Brand setzen. Bei den beiden Frauen sieht es anders aus. Die lassen sich bekehren, die sind auch
relativ unbedeutend, wenn ich das richtig gesehen habe. Der ist wandernd. Also da werden wir jetzt uns mit der Bekehrung begnügen. Ebenso, was diese Frau betrifft. Und damit wäre der Teil erledigt. Okay, eine Jagd werden wir jetzt nicht veranstalten, weil ich das Geld anders ausgeben möchte. Und zwar, der Kreuzzug steht bevor. Und ich finde, wir sollten irgendeine bedeutsame Waffe haben. Wir sollten uns eine Waffe schmieden. Und dazu brauchen wir allerdings einen Erzzeugwart. Und ich werde Sancho, der war ja auch mal Muslim, ist ja jetzt unser Ritter, katholisch. Ich werde den einsetzen. Und werde ihn beauftragen, eine Waffe zu schmieden. Jetzt muss ich selbst mal gucken. Genau. Artefakte in Auftrag geben. Kostet uns 100. Ist natürlich eine Menge. Aber das machen wir. Artefakt auswählen. So, und wir wollen eine Waffe haben. Eine Waffe für diesen Kreuzzug. Wir werden einen örtlichen Handwerker anwerben. Vicenç scheint mit Blicken töten zu wollen, ehe er sich tief verbeugt. Warum? Es ist mir eine Ehre und ein Privileg, euch eine solche Waffe zu schmieden, sagt er würdevoll. Doch in seinen Augen ist ein Schimmer von Aufregung zu sehen, der seine Nervosität preisgibt. Sagt mir, was ist eure bevorzugte Art, mit einer Waffe zu kämpfen? Ich möchte etwas schmieden, was am besten zu euch passt. Ja, also ich kann mich erinnern, wir haben schon mal mit Schwert gekämpft, aber wir hatten auch irgendwie mit dem Hammer sehr erfolgreich gekämpft. In irgendeinem Ereignis hieß es mal, dass der Hammer seine Lieblingswaffe ist. Ich denke, wir werden das mal tun. Ich vermute mal, ja genau, das ist hier eine potenzielle Möglichkeit. Ich möchte eine Waffe, die meine Kraft voll ausnutzt. Also wir können eine Axt, einen Hammer und einen Streitkolben bekommen. Axt fände ich nicht so toll, Hammer und Streitkolben fände ich ganz gut. Ich bin gespannt, was daraus wird. So, und jetzt warten wir mal ab, bis dann es aktiv wird hier mit unserem Kreuzzug. Erstmal ist natürlich das Bündnis ausgelaufen durch die Beendigung der Verlöbnisse. So, hier kommen die Freilassungen. Alles klar. Jetzt haben wir die Hochzeit von Gusbert und der Schwester des aktuellen Königs. Ich prüfe nochmal, ob da nicht doch irgendein Bündnis verhandelt werden kann. Nee, das sind nur kleine, irrelevante Bündnisse. Aber nicht dorthin. Dann ist es eben so. Okay. Hier wird die Axt geschmiedet. Ich sieht ganz so aus, als ob sie nicht... Ah, wir sehen übrigens, es wird tatsächlich eine Axt. Es wird uns hier schon verraten. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Aber gut, dann ist es eben eine Axt. Wie auch immer, aber sie scheint nicht fertig zu werden bis zum Beginn des Kreuzzuges. Auch damit müssen wir leben. Aber er meldet sich hier nochmal. In letzter Zeit haben meine Bemühungen zu beeindrucken zu nichts geführt. Meine Freundschaft zu Herzog Eblis steht noch immer auf wackeligen Füßen. Warte mal, das ist doch, da haben wir eine Freundschaft. Oh Gott. Freundschaft? Das ist doch der, der jetzt komplett abgefallen ist. Oder wollten wir das mal? Ich bin mir nicht sicher. Wie kommt der da drauf? Doch ich habe einen brillanten Einfall. Mein Ritter Vicenç wird sein Meisterwerk mit einer Widmung versehen. Der so Bedachte wird zutiefst von meiner Großzügigkeit und Freigebigkeit berührt sein. Und zwar so sehr, dass er mich einfach mögen muss. Auf keinen Fall! Wie kommt ihr auf diese Idee, dieser Heretiker? Ich werde einen anderen Weg, aber ich will ihn gar nicht mehr beeindrucken. Die Zeiten sind vorbei. Ich weiß gar nicht, ob wir uns da mal bemüht hatten. Im Moment wollen wir den Papst beeinflussen. Beziehungsweise uns mit dem anfreunden. Desertierte Aufgebote verloren, das ist gut. Wir gehen auf 2050 Kämpfe im Moment, das ist schon sehr, sehr ordentlich. Die Jagd will ich derzeit nicht veranstalten. Unser Bruder greift ein. Oh, es gibt einen internen Krieg in Aquitanien, das schauen wir uns mal an. Der Herzog der Auvergne, das ist ein Krieg gegen die Tyrannei und da... Okay, der ist ja erstmal sehr, sehr schwach. Okay. Also da geht es um die Absetzung, ne? Des Königs. Das ist interessant. Und... okay, das ist jetzt natürlich ein richtiges Problem und ein richtiges Dilemma. Unser Bruder ruft uns.
Das ist unser Halbbruder. Ah, ich verstehe. Da war ich jetzt kurz verwirrt. Unser Bruder ist ja auch Herzog, aber nur Herzog über seine Frau. Das ist der Halbbruder, weil unsere Mutter ja nochmal geheiratet hat. Wir haben ein Bündnis. Wir werden das auch annehmen. Aber wir haben natürlich jetzt das Dilemma, dass wir diesen Kreuzzug unbedingt kämpfen wollen. Wie lösen wir dieses Dilemma auf? Ich denke, indem wir unsere Truppen vielleicht bis zum Beginn des Kreuzzuges dorthin schicken und sie dann allerdings abziehen, um im Heiligen Land zu kämpfen. Das scheint mir das... Aber was ist denn das? Ich sehe gerade, der ist auch messaldianisch geworden. Hä? Was? Was? Hat das schon solche Umtriebe gezeitigt? Das Herz... Okay, das habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Unser Halbbruder. Nein. Dann ist es natürlich klar, auf keinen Fall. Dann lehnen wir das wiederum ab. Dann hat sich das Dilemma schon geklärt. Bei Ablehnung verlieren wir 350 Ruhm. Aber es ist einfach so. Wie sind wir eigentlich in dieses Bündnis gekommen? Das haben wir, glaube ich, selbst verhandelt. Ne? Kann man das irgendwie brechen? Nee. Wie ist es zu dem Bündnis gekommen? Ausgehandelt, ja. Ich finde es schade, dass wenn man etwas aushandelt, man das nicht auch wieder end-aushandeln kann. Aber es scheint nicht möglich zu sein. Das ist ja dramatisch, dass auch der betroffen ist. Okay, wow. Gut, aber immerhin nimmt uns das eine schwierige Entscheidung. Wie lange ist es noch? 5 Monate. Vielleicht reicht es doch noch mit der Axt. Wer weiß, vielleicht kämpfen wir auch besonders erfolgreich mit der Axt. Insofern wird dieser jetzt hier ziemlich alleine bleiben. Ich weiß auch gar nicht, was hat er sich gedacht? Ist der wahnsinnig? Ich hätte jetzt zumindest erwartet, dass er seinen komischen Religionsfreund auch noch irgendwie in den Kampf holen kann. Aber das ist wohl noch eine andere Nummer, die er da treibt. Also, Investition in Mallorca. Unsere Frau ist mal wieder fleißig und erfolgreich. Mein Fürst, mir ist zu Ohren gekommen, dass es eine einmalige Gelegenheit gibt, in der Grafschaft Mallorca zu investieren. Meine Ehepartnerin Ilsa beschreibt mir die Einzelheiten dieses Geschäfts und es sieht für wahr so aus, als ob es Mallorca enorm helfen könnte, so es denn erfolgreich ist. Das ist das Risiko wert? Wisst ihr was? Wir haben so ein schlechtes Gewissen, was unsere Frau betrifft, dass wir immer Ja sagen, wenn sie irgendwas will. Zumeist Ja sagen. Also, das ist das Risiko wert. Es misslingt aber, gescheiterte Geschäftsvorhaben, Entwicklungszuwachs trotzdem gestiegen, aber Kontrollezuwachs ist aber in Mallorca jetzt nicht relevant. Im Übrigen, es wurde immer mal wieder gefragt, was mit den anderen beiden Inseln ist. Menorca ist eine unabhängige Grafschaft, interessanterweise, aber katholisch. Insofern kann es nicht unser Feind sein. Und das gehört hier, Ibiza gehört zu Aquitanien. Also insofern kein Ziel für irgendwelche Kreuzzüge oder religiöse Kriege. So, Herzog Eben wurde gefangen genommen. Wie sieht's denn aus? Wir hatten, glaube ich, noch ein anderes Bündnis. Eben, Herzog Ramnulf, der ist weiter katholisch, Gott sei Dank. Und das ist Reisender, die geheiratet hat, aber das ist nur unser Ratsmarschall, der spielt da keine Rolle. Nun gut. So, der Krieg scheint zu Ende gegangen zu sein. Bruder freigelassen, Bruder im Kerker. Ist jetzt schon... Ach, wisst ihr was? Der war, glaube ich... das könnte sein. Der hatte einen Verhaftungsgrund, glaube ich, gegen ihn. Wegen des Glaubens. Und insofern doppelt richtig, dass wir da nicht geholfen haben. Das habt ihr mir das letzte Mal immer schon mal geschrieben, dass diese Tyranneikriege in der Regel Kriege sind, wenn Leute nicht verhaftet werden wollen. Ja, also doppelt richtig, dass wir da nicht mitgemacht haben. Das wäre ja noch was. Aber der Kreuzzug für Jerusalem beginnt. Endlich ist die Zeit gekommen, den heiligen Zorn von St. Georg über die elenden Ungläubigen von Jerusalem zu bringen. Mit rechtschaffener Wut, brennend, bricht die von Papst Martinus aufgestellte Großarmee von Kreuzrittern mit unnachgiebiger Entschlossenheit auf, um mit göttlicher Gerechtigkeit über das Böse zu siegen und sich ihren Platz im Himmelreich zu verdienen. Deus vult. Damit wird Geld aufgeteilt unter den Teilnehmern und auch
Prestige und Frömmigkeit. Viel Geld ist es vermutlich nicht, was da irgendwie ankommt oder am Ende ankommt. Ich muss jetzt noch mal eine Sache prüfen. Wir kriegen noch eine Mitgift. Aber Gott, der ist jetzt schon bei minus 80. Aber wisst ihr was? Bei minus 80 ist es auch egal. Es ist Mitgift, es ist Mitgift. Muss er halt irgendwie finanzieren. Wir fordern jetzt unsere Aussteuer ein. Und zwar 200 Gold von einem König. Ist halt so. Also, eins. Wir müssen auch 150 bezahlen, wenn unsere Tochter heiratet. Halt, hier. Zwei. 3, 4. Aber dieses Geld gehört natürlich nicht uns, sondern das gehört unserem Sohn, der ein Gold hat. Also der kriegt jetzt gewissermaßen diese Mitgift. Das muss ich jetzt leider mal hier schnell managen. Der kriegt jetzt von uns die 200 und kann damit jetzt auch seine Frau, die Schwester des Königs, gut versorgen. Okay, da hat er die 200. Schauen wir mal, was er damit anstellt. So, und jetzt wird es interessant, weil jetzt gucken wir mal, wer da... Oho, ich sehe es schon. König Clotaire ist schlussendlich doch mit eingestiegen, wenn ich das richtig sehe. Wir gucken nochmal, welche der Könige da am Start sind, neben ihm. Das ist ja erstaunlich, tatsächlich. König Clotaire kämpft mit. Gibt es noch einen König oder ist er der Einzige? Also das spricht dann für ihn, muss man definitiv so sagen. Das spricht für ihn. Ja gut, dann werden wir unsere Armeen ausheben. Wir müssen mal kurz überlegen, wo am besten. Ich würde sagen, hier in der Provence. Wir nehmen mal den Sammelpunkt hierhin in der Heimat und werden, ja, werden wir sofort, wir werden, glaube ich, ein bisschen abwarten, ne? Ehe sich alle anderen gesammelt haben. Wir sollten nicht als Erster da auftauchen. Das ist immer sehr ungünstig und wir werden hier auch nochmal sagen, bitte Armee organisieren und gucken mal, wie weit wir dann kommen durch diese Änderung auf 2200. Ah, jetzt ist Eben freigelassen worden. Warum auch immer. So, jetzt gibt es auf der Gegenseite die Verbündeten. Okay, ich denke, der Moment ist gekommen. Wir werden hier alle ausheben. Und dann uns zum Schauplatz dieses Kreuzzuges bewegen. Ja, wir sehen hier, 11.000 Mann gehen dort auf die Schiffe, das heißt, wir werden gemeinsam mit ihnen hier ankommen, das ist schon in Ordnung. Wir werden jetzt mal hinsegeln und dann beobachten, was dort passiert. Vielleicht wird unsere Axt uns auch nachgeschickt. Die Axt ist eine merkwürdige Waffe für einen Kreuzzügler, aber gut. Okay, Grafschaft Mallorca hat ineffiziente Volkszählung. Schade drum. Mit dem Papst konnten wir uns nicht weiter ins Benehmen setzen. Es wird sich noch ändern, wenn er unsere grandiosen Leistungen hier im Kreuzzug erleben wird. So, wir haben wieder einen neuen Vorzug. Jetzt sollten wir irgendwas nehmen, was im Kreuzzug jetzt wirklich helfen könnte. Eins schließen. Kriegsvolk Kontereffektivität. Das ist schon mal ganz gut. Überfallkommandos. Rückzugsverluste geringer. Plänklerschaden, Speerträger. Ja, ich glaube, davon haben wir sowas. Versorgung im Feld. Versorgungskapazität ist auch super, aber vielleicht da nicht so ein großes Thema. Ich würde tatsächlich machen, wir werden Überfallkommandos freischalten. Gut. Auf geht's. Weitere Verbündete. Und wir sehen die ganzen Schiffe der Kreuzfahrer sich in Bewegung setzen. So, es ist soweit. Eine Inspiration ist verwirklicht geworden. Mein Fürst ruft mein Ritter Vicenç und kommt mit einem breiten Grinsen auf mich zu. Der Schweiß tropft ihm von der Stirn und sein Gesicht ist Ruß verschmiert. Ich habe viele Tage und Nächte in der Schmiede geschuftet, doch endlich ist mein Werk vollbracht. Er überreicht mir einen in Stoff eingewickelten Gegenstand. Als ich ihn enthülle, oder als ich enthülle, was sich darin verbirgt, mache ich große Augen. Eine Streitaxt von guter Qualität.
Der Schmiedeeisenkopf ist auf einem eleganten Schaft aus Kiefernholz befestigt, der mit leichten Einkerbungen an der Stelle versehen wurde, an der man ihn für einen bequemen Griff halten würde. Na ja. Na ja. Okay. Kampfgeschick plus 2, Vorteil in Hügeln plus 1. Okay, also Centol kämpft jetzt mit einer Streitaxt. Gut, die wollen wir ihm dann auch anlegen. Damit hat er jetzt einen persönlichen Kampfwert von 20, was schon sehr, 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 sehr ordentlich ist. Und wir müssen natürlich... Oh, was ist denn das hier? Er führt natürlich diese Truppe an, das ist ganz klar. So, jetzt... Ach, das ist immer so unglücklich, dass diese Landungen immer direkt in die Arme des Gegners erfolgen und die ja diesen Landungsmalus haben und so weiter und so fort. Schwierig. Schwierig, das Ganze. Aber zahlenmäßig... Na, wir müssen jetzt wirklich aufpassen, ne? Wo sind wir jetzt gerade? Wo befinden wir uns? Da befinden wir uns, okay. Wie wir das jetzt machen? Wir sollten uns vielleicht auch nicht isolieren. Das wäre vielleicht auch unklug. Die scheinen jetzt alle dort anzulanden. Insofern werden wir dort auch erstmal hinsegeln. Vielleicht südwärts uns bewegen. So, und jetzt ist die Frage. Gehen wir jetzt in diese Schlacht schon rein? Nein, und das ist genau das Problem, ne? Kürzlich verschifft minus 30. Und auf diese Art und Weise werden natürlich alle sofort abgefangen und geschlagen und so weiter. Es ist... Was machen wir jetzt, Leute? Was machen wir jetzt? Die werden jetzt vermutlich vernichtet werden. Warum sehe ich hier eigentlich keine Seezonen? Ich bin nur überlegen, ob wir halt irgendwo anders anlanden. Aber da jetzt reinzulaufen, wäre der komplette Selbstmord. Wir segeln mal dahin, um zu gucken, was dort auf uns wartet. Zumindest keine gegnerische Armee. Ja, die wird komplett besiegt. Ist die Frage, wo sie sich zurückzieht. Das ist jetzt für uns der entscheidende Punkt. Dort könnten wir uns dann mit ihr treffen. Ja, sie zieht sich in diese Richtung zurück. Okay, dann gehen wir einfach mal hier an Land. Und werden von dort dann erstmal weitersehen. Ob der Gegner nachsetzt und so weiter. So, da sind wir. Wenn wir uns da vereinigen und die diesen Malus da nicht mehr haben, dann kann es vielleicht etwas erfolgreicher werden. Wir beginnen einfach mal... Ah nee, da kriegen wir Malus. Welche Festung müssen wir denn belagern, um keinen Malus zu bekommen? Wir beginnen dann einfach mal hier mit einer Belagerung. Alles Weitere sehen wir. Vor allem weiß ich nicht genau, wohin sie sich zurückziehen wird. Die gegnerische Armee noch weiter? Oder bleibt sie dort? So, wir haben unseren Verschiffungsmalus in 10 Tagen verloren. Die müssten ihn jetzt auch schon verloren haben. So, aber es müssen noch weitere... Es waren doch irgendwie 10.000er. Schaut mal, hier kommen sie erstmal langsam. Die brauchen alle viel länger. Hoffentlich sind wir nicht doch hier zu früh gelandet. So, die erholen sich jetzt erstmal. Die Flucht ist beendet. Die Frage ist, was tun sie jetzt hier? Das könnte hier so eine Art Landungskopf werden für die anderen Kreuzfahrer, wenn sie klug sind und wir das hier für sie erobern, wenn das überhaupt gelingen könnte. Warum stehen die da jetzt rum? Ah ja, komm, da kommen 12.500 Mann, 13.000. Das wäre... Ah Gott. Es ist wirklich frustrierend mit anzusehen, aber vielleicht gelingt es ja jetzt. Oh, Veronika hat den Hof verlassen. Unsere Affäre. Oder wird ihn bald verlassen. Wir sind jetzt nicht da. Wir haben sie natürlich jetzt auch nicht mitgenommen. Insofern werde ich das jetzt einfach mal so dem Schicksal überlassen, was passiert. Wenn sie noch da ist, wenn wir zurückkommen, werden wir sie, glaube ich, versuchen am Hof zu halten. Oder eine neue Maria finden. Oder ansonsten sind wir einfach frustriert, dass sie weg ist. Das ist dann einfach so. So, weitere Verbündete kommen rein. Die landen jetzt erstmal ohne Ende und werden jetzt vermutlich von dieser großen Armee ebenso wieder in Empfang genommen. Während die, was machen die? Die gehen jetzt auch wieder aufs Wasser. Ja, toll. Aber vielleicht stellen die sich gerade ein bisschen besser an. Ja, es sieht ganz gut aus. Die werden nicht in einen Kampf verwickelt. Okay, ich würde sagen, wir bleiben mal hier und ziehen diese Strategie durch, dass wir diese Belagerung hier vollenden. Bürgermeister Adelbert.
Okay, einfach nur Meinung gewonnen. Mal gucken. So, die sind da oben jetzt. Was machen die jetzt? Die sind panisch, gehen... Ach, das ist ein Kuddelmuddel. Unglaublich. Die gehen da immerhin an Land. Okay, haben jetzt wieder den Verschiffungsmalus. Wir haben jetzt zumindest mal da eine Burg gleich erobert. Aber die können sich nicht entscheiden. Ach, das ist doch der Wahnsinn. Warum tun die das? Wir sind die Einzigen, die jetzt hier im Süden agieren. Natürlich ist das als Kriegsziel relativ irrelevant. Aber was sollten wir machen ohne die Unterstützung der anderen? Oh, aber, das ist ja interessant, wir haben eine ägyptische Glücksmünze bekommen. Eine ägyptische Münze, die aus Dumyat stammt. Die einst geprägte Oberfläche ist durch das ständige Reiben und Polieren inzwischen ganz glatt und abgewetzt. Und naja, ich sag mal so, sie hat jetzt keinen religiösen Bezug. Insofern werden wir, glaube ich, da jetzt nicht drauf verzichten, sondern die auch anlegen, damit das Glück uns hold ist. Gut, wir sehen, die Kreuzfahrerarmee kann sich nicht recht entscheiden. Die 15.000 Mann gehen jetzt schon wieder auf die Schiffe. Vermutlich müssten wir aber hier auch verschwinden. Wir sind hier unten zu isoliert. Wir werden, glaube ich, doch vielleicht dort landen und im Schatten der Armee dann weiter hier agieren. Vielleicht im Rückraum wird sich zeigen. Oder wir versuchen uns noch an dieser Festung. Aber es hat für das Kriegsziel selbst natürlich keinerlei Bedeutung. Das ist halt der Punkt. Naja, darüber werden wir ein bisschen nachsinnen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin macht's gut, euer Steinballen.